Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Techtonika. Ja, okay, jetzt ist es natürlich schwer hier rauszukommen, ne? I don't understand. A factory the size of a city is supposed to be here. It was right here. Ja, also das sollte man nicht machen. Where is everybody? Nee, das kann man dann, das ist wirklich so, wegen dem Wasser kann man das nicht wegmachen. Ja, ist ja auch klar, ne? Das Wasser würde wahrscheinlich hier reinlaufen. Okay, das war jetzt echt doof, ne? So ein bisschen fand ich. Ich konnte eigentlich doch dadurch. Verstehe ich jetzt nicht. Ah. Das scanne ich mir mal einmal kurz. Was ist das Schönes? Strudellotus. Hm. Hier ist ein bisschen steiniger. Ein paar, oh, guck mal, was ist das denn hier? Ah, schön. Das sind diese Montagemaschinenfragmente, die wir brauchen. Dann kann man hier auch die Pflanzen nochmal scannen, die wir noch nicht haben. Ich weiß gar nicht, warum man Pflanzen scannen muss. Das sind einfach nur Datenbankeinträge, ne? Ja. Oha. Ach, weil ich das gesammelt habe, brauche ich das dann nicht mehr scannen? Okay, ich habe gehofft, ich kriege hier noch so... Ah, da. So ein paar Fragmente. Task inbound. Assembler. Power with electricity to produce items in multiplied quantities. In other words, even though you can handcraft anything, assemblers will make two of them in the same time it takes your portable tool to make one. Okay. And we can build 1,000 assemblers, but nobody could ever build another you. Okay. Okay. Sieht schön aus mit dem Wasserfall. Hat was hier, ne? Also es ist schön designt, finde ich. Also da hat man sich auch wirklich Mühe gegeben. Sieht schick aus. Nehmen wir alles mit. Oh, da war eine Treppe drin. Now that you've got a core composer, all you need is a big enough power floor and a few crank generators to power it. After that, you'll be able to dump cores into it and never worry about placing them one at a time again. Task inbound. Core composer. Supply with research cores via belts and inserters for automatic placement and availability. Ah, okay. Also man kann die Kerne sammeln auf einem Elektroboden oder so. Ich weiß nicht. Und dann muss man da Kurbelgeneratoren anschließen. Benutze das Maul-Werkzeug, um Produktionsterminal Victor zu finden und zu untersuchen. Oh, das ist doch hier Victor, oder nicht? Ja, da steht es. Das ist Victor. Ah, ich muss da noch mehr untersuchen. Ah, ne, hier unten. Nee, das ist doch da oben. Ah, ja, haben wir. Reparatur. Ah, ne. Oha, 500! This terminal is trying to reach out to 100 facilities that might not exist anymore. If we can repair it, we might be able to decipher where those facilities are located. Our people are out there, just like we were. I wouldn't ask you to rebuild this sector for the expedition, but I will ask you to do it for them. Okay. The faster we get on these signal and repair objectives, the better our chances of finding them will be. Have a look at some of the new stuff on your tech tree. Keep your eyes out for fragments, and let's get to work. Okay, dokie. Deciphering this first signal by building power floors looks simple enough. I'm sure it won't be that many. Mm-hmm. I'm pretty sure. Mm-hmm. Aufgaben ohne Priorität werden nicht mehr automatisch verfolgt. Drücke J, um Aufgaben zu und Empfehlungen im Tagebuch zu verwalten. Okay. Oha. Okay, das ist krass viel. Okay. Dann ist jetzt unsere Aufgabe. Wir gehen jetzt zurück. Also ich würde sagen, ich gehe zurück. Wo ich hergekommen bin. Durch meinen unnötigen Tunnel, den ich gebaut habe.
weil man jetzt zuerst hier nicht durchkam. Er sagte, geschütztes Gebiet geht nicht. Dann habe ich die Wand daneben eingerissen. Jetzt sagt er, ja, klar, mach auch mal hier ein Loch rein. So, da sind wir wieder zurück bei uns, ne? Das ist doch hier unsere Ecke. Ist jetzt nicht so weit, ne? Alles so. Es ist sehr kurzläufig, finde ich. Wie kommt hier überhaupt Licht rein in die Bude? Okay, Eisenbarren. Wir sammeln uns jetzt erstmal jetzt die Eisenbarren ein, die wir brauchen. Und Kupferbarren. Ah, guck mal, er hat auch keinen Treibstoff mehr. Doch. Ah, er hat kein Erz mehr. Einen Moment. Geben wir natürlich mal ein bisschen Erz, ne? Ein bisschen was zu tun brauche er auch. Aber ich habe doch jetzt auch Förderbänder gekriegt, oder nicht? Aber ich habe noch keine Greifarme. Scheinbar ist es hier mit Greifarmen wie bei Satisfactory, wie bei Factorio. Ja, und die habe ich noch nicht, ne? So. Okay, Doki, dann würde ich sagen, die lassen wir erstmal jetzt noch produzieren. Und jetzt soll ich baue und platziere einen Kernzusammensteller auf einem Elektroboden mit 5 aktivierten Kurbelgeneratoren. Okay. Wo baut man denn Strom am besten? Ne? Muss man den weit weg von sich bauen? Dieser Elektroboden, muss der irgendwie... ja, man muss erstmal seine Erfahrung machen. Ne? Ich baue den erstmal jetzt hier vorne hin. Wo haben wir überhaupt diese Kerne? Da sind die. Ich finde die Kerne komisch. Okay, also wir haben jetzt hier so einen Elektroboden. Kernzusammensteller, Elektroboden. Was ist das denn? Die ist ja winzig. Okay. Ich baue jetzt erstmal... Also was muss man denn bauen? Platziere einen Kernzusammensteller auf einem Elektroboden. Okay. Wie groß ist denn dieser Kernzusammensteller? Oh, warum ist... Was sind das? Das sind hier überall für Laufbänderanschlüsse da unten, oder was ist das? Ich nicht. Okay. Was ist das denn? Eine Treppe? Nein. Aha. Okay, ich baue mal diese... Diese? Oh mein Gott, ist es abgestürzt? Build to establish structural foundation and conduct electricity from crank generators. Local signal deciphered. Ingress AS2013. Report to production terminal radio for triangulation. Also dieser Boden überträgt Strom? Oder was? Na, jetzt auf jeden Fall soll ich das andere Ding bauen. Passt der da genau rauf? Okay. Und was sind das jetzt, die Anlieferungsdinger da, oder was ist das? Die haben ja auch gelb geleuchtet, ne? So, und der braucht jetzt Strom. Zwischendurch holen wir uns nochmal hier so ein paar Barren raus. Weil wir brauchen ja 500 Stück. Wie viele habe ich jetzt? 170. Naja, sind jetzt nicht so viele, ne? So, auf jeden Fall Elektroboden, Kernsammler. Oder wie heißt das Ding? Kernzusammensteller. Kurbelgeneratoren, Entschlüssel. Okay. Kann ich denn Kurbelgeneratoren schon bauen? Ne, die muss ich wohl noch erforschen. Gehen wir mal in den Forschungs... Baum, Synthese, nö, Logistik, langer Greifarm. Was piept denn da die ganze Zeit?
Was ist das? Ach, das hier. Ne, hier. Signal triangulated. New location added to HUD. Mind the voltage. Ach, durch das Bauen. Okay, also Kurbelgeneratoren. Ein Moment. Nicht mich jetzt hier immer ablenken. Energie. Da, Kurbelgenerator. 10 Kerne. Ja, aber die Frage ist ja jetzt... Brauche ich diese 10 Kerne in meiner Tasche oder muss ich die bauen? Weil ich habe nur einen Kern in meiner Tasche. Und wenn ich jetzt... davon 10 baue. Oder wie viel hat er jetzt? Na, einer kann weg, ne? Ah, noch 3. 2, 3. So, jetzt habe ich ja gleich 10 Stück gebaut. So, wenn ich jetzt in diesen... Er sagt 3. Was für 3? Woher kommen denn diese 3? Kann ich die jetzt hier raufbauen? Ja, man kann die hier... Also, man kann die auch... Man soll die wahrscheinlich hier... hier hinbauen. So, und jetzt habe ich ja welche gebaut. Und sagt er jetzt, er sagt jetzt immer noch 10. Jetzt sagt er da aber 5. Ich verstehe das nicht. Was für 5? Ich habe 8 in der Tasche. Ich habe hier 2 hingebaut. Und hier habe ich 20 Stück. Das sind 22. Ich reiß die jetzt mal alle ab, die ich abreißen kann. Also man kann wirklich nur die abreißen, die man auch selber gebaut hat. Und das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Ah, F. So. Ne, F. Okay, ich baue die jetzt einfach mal... Oh, ne, der ist... Der ist verrutscht. Okay. Okay. Okay, jetzt habe ich alle gebaut, die ich hatte. Das sind jetzt, boah, wie viele sind das hier immer? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 27, 32 habe ich jetzt eigentlich insgesamt. Er sagt jetzt 13. Warum sagt er 13? Woher kommt diese Zahl 13? Jetzt sagt er nur noch 3. Warum? Was? Hä? Activate with manual or automated rotation to produce electricity. Das verstehe ich nicht. Was soll das? Das ergibt auch irgendwie total gar nicht Sinn. Also ich verstehe das nicht. Vielleicht weiß das ja einer. Ich fülle die nochmal auf, alle. Eisen. Hä? Ich hab's doch gerade eingesammelt. Blind? Wo ist mein Eisenerz? Hey, ich hab's doch gerade eingesammelt. Da! Warum willst du das nicht nehmen? Jetzt ist das... Ach, da, ey, das ist ja... Also, hab ich ja überhaupt gar nicht gesehen, ne? Wie so ein Behinderten, ey. So, weiß ich nicht, ne? Manchmal, also man muss auch manchmal bei Spielen ein Auge entwickeln, finde ich, ne? Man muss das Auge entwickeln für die Sachen, die halt wichtig sind.
So, jetzt, jetzt, guck mal, jetzt weiß ich, aha, okay, ich kann da oben hingucken. Wer weiß, nach was das sortiert wird hier, ne? Deswegen. Okay, also. Wir sollen jetzt diese Kurbelgeneratoren bauen. Ich habe die doch jetzt erforscht, ne? Hier unter Energie habe ich den Kurbelgenerator erforscht. Und da ist der Kurbelgenerator. Der braucht Kupferbauteile und elektrische Bauteile. Stromproduktion. Konvertiert kinetische Energie in Elektrizität durch Handkurbel oder angeschlossene externe Energiequellen. Okay, wie viele soll ich bauen? 5. Also rechten Mausklick, dann baut er 5. So, aber wo müssen die jetzt hin, diese Kurbelgeneratoren? Das ist ja die Frage. Müssen die auf diesem Boden stehen? Dann habe ich nicht genug Platz. Dann muss ich noch ein bisschen Boden bauen. Aber den kann ich nicht bauen, sehe ich gerade, denn ich habe... Ach doch, das ist der Boden. Okay, das ist ja nicht viel Boden. Kann ich das Stückchen hier wegreißen wieder? Kann man das auch irgendwie markieren alles? Oder gedrückt halten? Ne, man muss alles einzeln anklicken. Ja, dann reiße ich das hier hinten auch alles weg. Ne, man kann auch nicht irgendwie das gedrückt halten, dann markiert er das oder so. Also man muss wirklich alles einzeln abreißen. Da gibt es keinen Massenlöschmodus. Das ist bei der Anzahl an diesen kleinen Platten total dumm gelöst. Weil, mal ganz im Ernst, wie viele Platten soll ich denn, ja, wenn du jetzt mal so ein fettes Ding da hast oder so, so einen riesigen Kernzusammensteller, die aufgebaut hast oder wie das Ding auch genau heißt, das geht doch nicht klar. Man kann auch... Aha, man kann ihn auch höher setzen. Hey! Oh mein Gott! Jetzt stetzen die da so in der Luft. Aber warte mal, ich baue den da runter wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich den gebaut hatte. So? Ne, das ist falsch. Sieht auch immer gleich aus, ne? Aber der war so, ne? So. Okay, dann können wir das hier vorne auch wegreißen. Ah, es dauert alles ein bisschen, ne? Also, naja, es ist auch ein Early Access Game, ne? Also ich würde da jetzt auch nicht so viel erwarten. Aber so eine gewissen Sachen, finde ich... Sollte schon so sein, wie zum Beispiel, ne, wenn man so viele kleine Platten baut, dann sollte man sich doch als Entwickler darüber im Klaren sein, dass man das auch irgendwann mal abreißen will, muss, macht, tun, wie auch immer. Genau, so, und jetzt haben wir ja diese Kurbelgeneratoren. Sind das hier die Anschlüsse für die Kurbelgeneratoren oder was ist das? What the fuck passiert hier? Ach, die dürfen nicht auf den Platten stehen. Nee. Okay, dann reiße ich das jetzt auch wieder weg. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist ein elektronisch leitender Fußboden. Und ich soll jetzt den Strom davon wegstellen? Sollte der nicht da drauf stehen, um den Strom weiterzuleiten an diesen... Also der steht jetzt auf jeden Fall da komplett drauf, ne? Auf so einem elektronischen Boden, ne? Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob man wirklich nur eine Platte bauen muss, damit das reicht, oder ob man wirklich einen Boden um das Ganze bauen muss. Also hier kann er jetzt gar nicht mehr stehen. Warum? Aus welchem Grund kann er hier jetzt nicht mehr stehen? Er muss auf Pflanzen stehen? Was macht der denn, der Kurbelgenerator? Ich verstehe das nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen unlogisch, finde ich. Ich baue dir jetzt erstmal hier hin. 2, 3.
Kann man die zusammenschließen? Oh. So, ich habe jetzt 5 Stück Local gebaut. Kurbel aktivieren. Report to production terminal radio for triangulation. Kurbel aktivieren. Kurbel aktivieren. Das hält dann für 5 Minuten. So, ja, aber was passiert dann? Und dann geht er aus und dann, was muss ich denn machen? Stromverbrauch. Okay. Ja, aber ich kann den Strom. Ist er schon wieder daran? Ich denke schon mal, was piept denn hier immer? Signal triangulated. New location added to HUD. Exceptional dimensions. Mhm, okay. So, die machen ja Strom. Nicht angeschlossen. So, ja, wie schließe ich die an? Baue und platziere einen Kernzusammensteller auf einem Elektroboden mit 5 aktivierten Kurbelgeneratoren. Hä? Bin ich dumm oder was? So. Aber warum kann ich den da nicht drauf bauen? Warum nicht? Ich soll das doch da drauf bauen. Und wenn ich jetzt noch mehr Boden dahin baue, weiter weg, also hier, wo er ja stehen will, kann angeblich. Dann reißt er ja auch den Pflanzenkram da weg, ne? Hä? Ach, die dürfen da nicht so dicht dran stehen, oder was? Die brauchen auf jeden Fall immer eine Platte Platz zwischeneinander. Die kann man nicht direkt nebeneinander bauen. Und die brauchen auch Abstand zu denen. Okay, ich verstehe nicht den Sinn so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wieder weg. Und jetzt sollte ich ja hier eigentlich noch den Rest. Das ist ja nur einer. Leider kann man die hier nicht nebeneinander stellen. So, dann baue ich jetzt ein bisschen Boden darunter, wenn das geht. Ne, den muss ich nochmal wegreißen. Dass der dann nicht seinen Strom weitergibt. Oh, kein Boden mehr. Okay, dann bauen wir den jetzt da hin. Er ist ja eigentlich da drauf, ne? So, dann Kurbel aktivieren. Kurbel aktivieren. Ah, jetzt steht da auch Stromverbrauch. Der hat jetzt auch Strom. Aber was ist denn jetzt so ein Kern? Was macht denn dieser Kernzusammensteller? Und die muss man dann immer wieder aktivieren, oder was? Ja, ja, man muss immer dahin gehen und einmal den zurücksetzen. So, und dann ja, läuft das für 5 Minuten. Ich verstehe nur nicht. Wachsen die von alleine irgendwann? Oder was passiert hier? Warum braucht man sowas? Es wird gar nicht erklärt, aber wir nehmen hier nochmal ein paar Dinger mit, füllen die nochmal auf. Und dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt an Barren da drüben abgeben können. Ich fülle die auch nochmal auf hier, ist ja klar. So, und welches sollen wir denn jetzt reparieren?
gehe jetzt nochmal hier den Weg längs. Das war das Victor-Ding, ne? Das Victor war hier irgendwo. Genau. Durch den Tunnel, durch den man sich nicht graben konnte. Und dann doch. Total freaky. Also an der Performance sollten sie auf jeden Fall noch schrauben. Hier, also Victor jetzt erstmal reparieren, ne? Weil, also, ne, nichts gegen das Spiel in keinster Weise, aber es ist ja keine besonders gute Grafik. Ne, also, das kann man jetzt ja nicht abstreiten. Nein, also es fehlen immer noch 200 Kupferbarren. Die werde ich dann jetzt auch nochmal holen oder herstellen. Ist ja auch komisch, dass man jetzt hier so einen Tunnel hat, ne? Also, der nervt mich jetzt irgendwie, weil der ist unnötig. Wobei, ne? Wer will denn auch schon seinen ganzen Kram durchs Wasser legen? Das ist auch ein bisschen blöd. Nur ja, aber irgendwie gibt mir das Wasser das Gefühl, dass es auch so eine, so wie so eine Ader ist, die sich einmal durch das Level zieht, um uns auch so ein bisschen wie so einen Weg zu geben. So ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, es ist echt nicht viel, ne, was der hier produziert. Nicht besonders viel auf jeden Fall. Ja, der Kernzusammensteller. Das ist auf jeden Fall ein ganz komisches Ding. Ich verstehe das noch nicht. Die kann ich jetzt auch nicht löschen oder wegnehmen oder zerlegen. Kann man die scannen? Nö. Nein. Das heißt, ich muss jetzt auf diese Barren warten. Ich könnte natürlich jetzt auch mal gucken, ob wir laufen. Habe ich jetzt eigentlich diese Greifarme? Einen Moment, hier unter Logistik. Langer Greifarm. Nö. Habe ich noch nicht. Dafür brauche ich noch einen Greifarm, muss ich scannen. Aber ich habe doch auch so schneller Greifarm, oder? Sind das alles nur, also ist der erste Greifarm ist der lange Greifarm, oder was? Dann kommt schneller Greifarm, Filtergreifarm. Also der lange Greifarm ist der Standardgreifarm. Okay, das ist ein bisschen unlogisch, ne? Weil langer Greifarm ist ja schon, finde ich, auch was Besonderes. Okay, das sind alles so Teile und so. Aha, kann man auch durchklicken. Ja, okay, also das bedeutet also, der lange Greifarm ist der erste Greifarm und den werden wir natürlich erst bauen können, wenn wir auch das letzte Teil davon gescannt haben. Wir brauchen nämlich zwei alte, die wir scannen müssen. Ja, wenn das so ist, dann nehme ich mal hier mal die Lampen weg alle und dann baue ich hier neue hin. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, steht ein bisschen ordentlicher alles, ne? Ja, die sehen auch anders aus, ne? Also die abgefuckt sind, die sind halt abgefuckt. Die sehen dann auch so ein bisschen rostig aus und so. Da stehen schief. Und wenn ich die dann scanne einmal und wieder neu aufstelle, sind es neue. Das ist echt toll. Hier, zack. Und dann kann ich eins aufbauen. Und es ist neu. Das ist sogar richtig schön dann. Ach, guck mal, da unten sind auch noch Sachen. Ich glaube, ich gehe da mal einmal kurz runter. Aber vorher bauen wir hier noch zwei neue Lampen auf. Ich gehe mal hier runter. Also soweit ich weiß, gibt es eh keine Viecher, vor denen man Angst haben sollte. So Leute, das war's. Techtonica im Early Access. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wem es gefallen hat, der lässt ein Like da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.